علي احضار بعض المستوى اللي في الجو. اعتقد ان حسين يدرك ان الجاحظ Beachtet bitte, dass morgen Abend ein öffentlicher Musikwettbewerb stattfindet. Das Los mal aus mehr. Das war ich. Ich sah Schert, der den Angriff auf die Aufständischen an. Basim, geht es dir gut? Basim! Ich weiß es nicht. Du hattest recht, Nihal. Meine Feindin, Kabiha, sie hatte die Antworten. Was hast du erfahren? Dass es mehr darüber zu lernen gibt, wer ich bin. Eine Wahrheit, die Kabiha mir zu sagen versuchte und meine Meisterin verstummen ließ. Diese Wahrheit liegt in aller Mut. Also reiten wir nach Alamut. Ich werde gehen, Nihal. Nur ich. Du brauchst mich. Du musst sicher sein. Ich bin bei dir sicher und du bei mir. Es kann sein, dass ich dort nur Gefahr und Tod finde. Das ist mein Schicksal. Ich werde mich von ihm nicht abwenden, aber du sollst dich ihm nicht stellen. Wohin du gehst, dorthin gehe auch ich. Wo du ruhst, ruhe auch ich. Ich begleite dich, jeden Schritt des Weges. Du bist niemals allein. Und jetzt pack. Wir verlassen Alamut erst, wenn du deine Antworten gefunden hast. Hör! Lauf zu! Das Willkommen, das du erwartet hast, was? Zumindest hattest du das Glück, woanders gewesen zu sein, als die Taherian uns angriffen. Was ist geschehen? Ich fürchte, Alamut ist gefallen. Meine Aufgabe war es, Hilfe zu suchen. Ich ging in die Wüste, um andere Wächter zu finden. Dann fand ich dich. War da noch jemand bei mir? Nein, nur du. Dann lebt Nihal noch. Und Roshan? Ich hatte gehofft, sie wäre bei dir.
Komm, Bruder. Wir müssen los. Überlebende suchen und Alamut von diesem Geschwür befreien. Ich, fürchte, ich kann nicht. Wie schlimm ist es? Ich werde jeden einzelnen von ihnen bezahlen lassen. Rache ist nicht unser Weg, Bruder. Unser Weg? Du sitzt hier und verblutest und hältst immer noch an diesem törichten Dogma fest. Und wofür? Unser Credo konnte Alamut nicht beschützen. Und ich ebenso wenig. Oder ich. Aber unsere Glaubenssätze sind der Grund, warum du noch atmest. Und warum du jene von uns retten musst, die vielleicht noch leben. Da stimmen wir überein. Du hast mein Wort. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Es gibt nichts mehr zu sagen, Bruder. Geh, rette so viele du kannst. Ruhig, ruhig, Mädchen. Alles ist gut. Alles ist gut. Dein Herr hat dich in meine Obhut gegeben. Unser Tempel. Was auch darunter ist, ich muss es selbst sehen. Der Preis ist egal. All das Blut, so viel Tod. Ist es das, was Kabiha mit Weg bereiten meinte? Nihal, bitte sei in Sicherheit. Wo du auch sein magst. Bei Allah. Hier komme ich nicht durch. Vielleicht darüber. Einige meines Clans leben noch. Darunter auch Mentor Raihan. Komm schon, was für ein Kerl.
das in aller... Verdienen es nicht zu sterben. Augenblick! Meine Geschwister. Dies hat nichts mit ihnen zu tun. Ich darf sie nicht sterben lassen. Was? Gepriesen sei Allah! Ich sehe niemand anderes. Komm, hilf mir. Basim, wie? Ich dachte, du wärst in Bagdad. Wo sind die anderen? Roshan! Ich bin allein hier. Aus demselben Grund wie diese Männer. Ich kenne die Wahrheit, Mentor. Über den Tempel und was er birgt. Das haben mir unsere Feinde verraten. Sie drängten mich, danach zu suchen. Weil nur ich es vermag. Du? Also hat der Orden die Tahirian benutzt, um Alamut niederzumetzeln, weil du der Schlüssel bist. Wofür? Was beschützt ihr, dass all dieses Blutvergießen wert ist? Uraltes Land. Seit Generationen ist es unsere Pflicht, darüber zu wachen, es vor dem Orden zu bewahren, der seine Geheimnisse ausbeuten will. Der Eingang befindet sich im Tempel. Obwohl es verboten ist, habe ich ihn gesucht. Doch ich habe ihn nicht gefunden. Dann werde ich das selbst tun. Das darfst du nicht. Das ist es, was der Orden will, verstehst du nicht? Wenn das, was wir beschützen, in die falschen Hände fällt... Es werden die meinen sein. Sieh dich um!
Sieh, was der Orden bereit ist, auf uns zu hetzen. Wenn ich das Wissen erhalten kann, das sie suchen, gewinnen wir damit vielleicht endlich die Oberhand in diesem endlosen Krieg. Dies ist der richtige Weg. Für die Verborgenen. Danke, Basim. Der Tempel. Bringen wir es zu Ende. Nichts und niemand steht mir im Weg. Nicht jetzt. Nicht so kurz vor meinem Ziel. Mehr von euch nötig, um mich aufzuhalten. Da vorn sind noch mehr. Das heißt also, ich bin hier richtig. Zu sichern. Nicht hineinzugehen, ich weiß. Scheiß auf die Befehle. Du weißt, was wir durchführen müssen. Was sobald unsere Herren. Meinst du, wir werden belohnt? Sicher nicht. Was sie hier auch wollen, es muss ein Vermögen wert sein. Stell dir vor, wir landen zu kaufen. Was ist? Bin ich jetzt dran? Ja.
mache ich. Mal sehen, ob ich vermag, woran diese Eindringlinge scheiterten. Unter den Tempelmauern, sagte Kabiha. Unter den Tempelmauern. Wo fange ich da an? Was ist das für Zauberei? Moment. Das... Genau davor hatte ich dich gewarnt. Letzte Chance. Wie du willst. So weit ist es also gekommen. Wir töten einander? Ist das deine Vorstellung einer Bruderschaft? Die Bruderschaft steht zusammen. Für jene, die sich darüber erheben wollen, ist kein Platz. Du denkst, ich erhebe mich darüber? Wach auf, Basim. Du gehst den Pfad des Ordens, der Leute, die du einst schworst, zu bekämpfen. Du erfüllst ihre Ziele und gefährdest genau das, was du verteidigen wolltest. Den freien Willen. Und mein Wille? Wie kann ich für etwas einstehen, das man mir nicht zugesteht? Euer Credo ist fehlerhaft. Ich muss die Schulter treffen. Ohne Arm keine Klinge. Schatz, Schulter ist ungeschützt. Lass sie. Komm schon. Ich habe das nicht gewollt. Aber ich muss es wissen. Ich will dich nicht an das verlieren, was du dort drin finden magst. Du musst nicht in die Vergangenheit blicken, um zu wissen, wer du bist. Wer du sein kannst. Du hast die Wahl, Basim. Vertraue mir. Das wollte ich. Doch du hieltest es für das Beste, mich zu kontrollieren. Genau wie unsere Feinde. Basim, hier drüben. Ich weiß, was das ist.
Schlüssel. Sie wird uns folgen. Nein, das kann sie nicht. Du hast es selbst gesehen. Mehr von diesen Dingern. Welche Wahrheiten sich darin wohl finden? Welche Geschichten sie erzählen? Was auch immer sich hier befindet, ist von großer Wichtigkeit. Für die Verborgenen. Für den Orden der Ältesten. Für mich. In was sind wir hineingeraten? Wohin hat mein Pfad uns geführt? Du willst nicht wissen, warum irgendjemand an diesen Ort geführt wurde. Trügen mich meine Augen? Siehst du das auch? Nihal? Ja. Ich bin hier. Was auch immer das hier sein mag. Es wurde vor langer Zeit erbaut. Für einen Zweck, den ich nicht kenne. Wieso? Woher? Ich weiß es nicht. Nihal, du beunruhigst mich. Sieh mal hier drin. Ich kenne diesen Ort. Bist du? Sieh! Schau es dir selbst an! Oh, my God.
komm und zeig dich! Du wagst es, dich zu verstecken? Nach allem, was ich durchgemacht habe? Wo bist du? Der Djinn aus meinen Träumen. Die Gestalt aus diesen Visionen. Sie sind ein und dasselbe. Ist es das, was ich sehe? Erinnerungen aus einem lang vergangenen Leben? Sind es die meinen? Erscheint mir der Djinn deshalb so echt. Mein Folterknecht. Die Quelle all dessen, was mich plagt. Wenn dem so ist, muss ich mich dir stellen. Sehe ich das? Dieser Ort. Wenn ich ihn durchschreite, sehe ich nur die Erinnerungen, die meine Seele erbeben lassen. In solchen Momenten der Not war mir der Djinn immer am nächsten. Diese unnachgiebige Angst, sie lässt mich in meinem schwächsten Moment erstarren. Ich habe nie verstanden, woher er stammt oder warum er mich heimsucht. Doch ich beginne mich zu erinnern. Ich bin in einer kalten Zelle. Ich flehe darum, dass es aufhört. Der ich einst war, mag Vergeltung suchen. Doch wenn ich diesen Schmerz überwinden soll, dann will ich nichts als Frieden. Es wird Zeit, dem ein Ende zu setzen. Die Zelle. Meine Zelle. Ich bin fast da. Kein Zurück. Das, was du bist. Schreckensbild aus einem anderen Leben. Und dort wirst du auch bleiben. Es ist vorbei.
Nein, Basim. Das hier ist erst der Anfang. Für uns. Das, was vor uns liegt. Ein tieferes Verständnis für die Welt, die hinter uns liegt. Und unseren Platz darin. Mein ganzes Leben rang ich damit, wer ich war. Wer ich sein sollte. Und da warst du. Die ganze Zeit. Der Teil von mir, dem ich mich widersetzte. Eine Spiegelung dessen, was wir einst waren. Und was wir wieder sein werden. Uns erwartet so vieles. Eine neue Welt. Ich zeig sie dir. Ich werde dich nie wiedersehen, oder? Werde ich allein sein? Du bist niemals allein. Zeit ist vergangen. Es ist vollbracht. Du hast deine Wahl getroffen. Nun treffe ich meine. Leb wohl, Roshan Bindla Ahad. Es war mir eine Ehre. Komm, Basim. Wir haben viel zu besprechen. So sei es, Mentor. Dieses Gefängnis, an die Qualen, die ich hier erlitt. Jahrelang schwelte sie in der Dunkelheit und meinen Träumen. Im Gewand eines Djinns, der mich heimsuchte, zersetzte, bis er auch meine Wachenstunden verschlang. Doch ich stellte mich der Vergangenheit, die
dem Schmerz. Nahm ihn an. Einst legte ich meine Haut ab. An einem anderen Ort, einer anderen Zeit. Nun bin ich wieder ganz. Ich erinnere mich. Und jene, die mich in Ketten legen wollten. Sollte noch jemand von ihnen auf Erden wandeln, so freue ich mich auf unser Wiedersehen. Doch bis zu jenem Tag wartet eine neue Welt.